Willkommen bei MacTV zu einer besonderen Sendung. Wir haben das iPhone XS Max und das iPhone XS. Das ist genauso aus wie das iPhone X. Könnte das iPhone X sein. Im Studio und werden das ausführlich testen. Erwartet keinen zack, 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 irgendwie alles, was ihr wissen müsst in 5 Minuten, sondern der Spaß ist im Grunde, sich damit zu beschäftigen. 3/4 Stunde, je nachdem, wie lange es dauert. Also der Weg ist das Ziel. Vielleicht habt ihr es bestellt und wollt jetzt ein bisschen Zeit totschlagen und möglichst oft sehen und euch ein bisschen austauschen. Und das Ganze ist eine Live-Sendung. Also falls ihr da live dabei, dann könnt ihr Votings machen, Kommentare schicken, Fragen stellen und einfach euch so ein bisschen mit Technik beschäftigen. Denn das abzufrühstücken in irgendwie 10, 12 Minuten, das wäre super schade. Was wird euch erwarten? Wir werden diese Geräte vergleichen. Wir werden die wichtigsten Specs sagen. Wir werden Bilder zeigen zu den neuen Kameras. Werden viele Kommentare lesen von Zuschauern. Am Schluss sollen wir so ein bisschen abschätzen, soll man sich das kaufen? Lohnt sich das so viel Geld? Ja, für wen lohnt sich, für wen nicht? Was bekommt man? Bekommt man wirklich so viel mehr beim Max als beim XS, dass sich das lohnt? Oder gibt es vielleicht auch Sachen, die dagegen sprechen? Das möchte ich ganz gerne, na, nicht beantworten, aber euch Informationen geben, dass ihr es euch selber beantworten könnt. Für jeden ist es ein bisschen unterschiedlich. Und Vorankündigung, danach produzieren wir gleich oder strahlen auch live aus den nächsten Beitrag, nämlich unsere Talkbox. Da sind wir dann zu fünft und werden dann besprechen, wie wir es so persönlich finden. 4 Anwender, 3 davon haben das schon in der Hand und können euch dann nochmal so einen persönlichen Eindruck geben aus unterschiedlichen Blickwinkeln, was sie jetzt dazu sagen. Also, und am Anfang schwelgen wir einfach mal so ein bisschen im Design. Und jetzt bin ich mal gespannt, welche Kamera das jetzt hier einfängt. Das hier ist das neue iPhone XS Max. Und da ist es. Und wenn ihr mal darauf achtet, auf meine Hände, ich habe relativ große Hände, ja, das ist ein riesiges Display. Hier zum Vergleich das iPhone XS. Und ihr werdet nie rausfinden, ob es vielleicht das XS, das X ist und nicht das XS, weil die ja gleich aussehen. Ja. Und das Tolle bei diesen iPhones mit diesen OLEDs, aber auch ohne, sind ja so diese, allgemein bei Smartphones, ne, sagen wir mal ganz ehrlich, sind ja diese strahlenden Displays. Bei den OLED-Varianten ist es so, dass das Display eben sehr dicht unter dem Glas liegt. Das ist praktisch so ein strahlender, heller Wahnsinn. Und von diesem Wahnsinn hat das XS Max einfach nochmal mehr. Aber es hat auch weiterhin Eleganz. Hier diese schönen, abgerundeten Ecken des Gehäuses, ja, korrespondiert schön mit dem abgerundeten Display und dem abgerundeten Dock. Ja. Das ist eben so eine Einheit. Und dadurch, dass es eher lang ist als breit, hat es irgendwie auch Proportionen. Also man hat es nicht so das Gefühl, dass man irgendwie so ein Tablet in der Hand hat oder so ein ganz verunglücktes Asia-Gadget, ja, sondern das ist immer irgendwie noch ein schickes Device, nur halt von allem ein bisschen mehr Wahnsinn. Ich drehe es mal um, dass ihr so ein bisschen den Glitzer-Glatzer fühlen kann. Das ist ja hier Glas. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier so ein paar Scheinwerfer hier einfange, dass ihr so ein bisschen das edle Finish erahnen könnt. Ja. Und ja, das ist schon wirklich was Besonderes. Auch diese Edelmetall-Umrahmung ist schön. Sie wirkt jetzt irgendwie nicht so komisch, quatschig designt. Ja? Aber wenn ihr mal so hier achtet, wie so dieser Glatzer hier sich so ergibt durch die Spiegelungen, ja, dadurch kommt eben das Design. Die Form ist schlicht und das Spektakuläre kommt dann einfach durch Reflexionen und ist immer ein bisschen anders. Je nachdem, wo im Büro bei euch das Licht vermutlich eher nach, so von oben kommt oder zu Hause kommt es dann vielleicht eher von der Leselampe so seitlich und so weiter. Immer ist ein bisschen anders, immer schick. Und umso mehr, wenn ihr die Version habt in Edelstahl, das ist ja die in Jet Black, ja, oder sogar die in Gold, die muss ja total wahnsinnig sein. Und ich kann noch ein Geheimnis verraten, und zwar, ich hatte nämlich hier diesen True Tone eingeschaltet, weil es dann nachher für unsere Kamera das Display leichter zu filmen ist. Aber für dieses Licht, das wir jetzt gerade hier im Studio verwenden, wird es nachher wieder umschalten, ja, da sieht es dann eher so aus, ein bisschen bläulich. Ja. Und eben war es ja so ein bisschen gelblich, aber das ist ein bisschen Geschmackssache, wie man es einstellt. So, das war praktisch Schwelgen. Mission 1 erfüllt. Ich gehe nochmal
wieder in diesem True-Tone-Modus. Dann wirst du dann den Rest der Sendung brauchen. Jetzt wird aber ein bisschen was gelernt. Und zwar erstmal, was ist wirklich unterschiedlich? Und dazu schalten wir jetzt hier auf meinen kunstvoll geklöppelten Hightech-Tisch, wo ich das mal euch ganz in Ruhe zeigen kann. Meine erste Ziellinie ist, was ist wirklich der Unterschied zwischen dem iPhone XS Max, ich sage jetzt einfach dem Max und dem normalen. Wenn man ein normales, früheres Telefon noch so hier hätte, leider habe ich meins gerade in diesem Wochenende verkauft, ich hatte noch ein iPhone 7, ne? da wirkt ja das hier schon, das normale, als groß. Ja? Es ist ein riesen Display. Und jetzt in diesem Vergleich hat man das Gefühl, das iPhone XS ist eher zierlich. Aber davon muss man sich lösen. Das iPhone XS ist groß, aber jetzt nicht irgendwie abartig, aber doch groß. Ne? Und demgegen da, wenn man das sich überlegt, dass das wirklich groß ist, dann wirkt das XS Max eigentlich so, wie ich es jetzt gerade sehe. Ja? Massiv, es ist auch schwer. Klar, Edelstahl und Glas vorne und hinten, klar ist es schwer. Man hat schon so das Gefühl, so, oh, ob ich das die ganze Zeit in der Hand halten will, ja, sicher auch Gewöhnungssache. Wir halten ja ganz andere Sachen in der Hand. Bierflasche, ja, oder in meinem Fall Orangensaft, ja. Aber allen, denen ich es jetzt gegeben habe, ja, dem Stefan in der Regie, Leute, die so bei mir so vorbeilaufen, ja, die sagen alle, oh, ist schon schwer. Und das ist das Gleiche, was man ja auch beim iPhone X und XS merkt, dass es so massiv ist, noch etwas Wertiges. Ja? Aber es hat nicht mehr so, dass Apple versucht hat, mit Aluminium und so weiter so einen ganz leichten Begleiter zu schaffen, sondern es ist schon so ein Auftritt. Und das ist bei dem Max nochmal ultimativ. Und nach meiner Meinung finde ich irgendwie so, mehr geht nicht. Aber nicht im Sinne von besser geht nicht, besser geht immer. Ja? Aber das ist schon so ein bisschen an so eine Grenze gekommen. Also was will man jetzt in Zukunft machen? 7 Zoll, 8 Zoll, ist ja auch Quatsch. Ja? Das ist irgendwie so das Ultimum an dem, was man irgendwie jemandem in die Hand geben kann, finde ich. Ja? Das hat was Gutes, aber das hat auch irgendwie nichts, was nicht so Gutes, weil wenn es leichter wäre, wäre es besser. So, wir gucken hier uns das nochmal an. Was wird jetzt neu geboten? Ich gehe mal auf einen anderen Screen, den ich mit Icons gefüllt habe und richte das jetzt hier unten an dieser Kante aus, sodass das Dock ungefähr auf gleicher Höhe ist. Ja, ich kann es auch mal anders machen, so dass die Icons oben auf der gleichen Höhe sind. Dann sieht man, man bekommt gar nicht mehr. Man denkt irgendwie, ja, da müsste doch jetzt eine Icon-Reihe mehr hinpassen. Ist aber nicht der Fall. Ja. Ich möchte es hier zeigen. Ja. Da habe ich eine Reihe frei, hier habe ich auch eine Reihe frei. Also insofern gewinnt man da irgendwie nicht mehr dazu. Und man kann das Display ja konfigurieren, und zwar Anzeige und Helligkeit. Und man kann hier den Anzeigenzoom aktivieren. So. Und da steht jetzt Standard und Vergrößert, so für verschiedene Szenarien. Und das könnte ich mal schnell demonstrieren, ein bisschen näher ran, dass ihr das gut sehen könnt. So. Also Standard und Vergrößert. So ist es vergrößert. Ich gehe mal dauernd hin und her und da seht ihr, das ist eigentlich kaum der Rede wert. Also diejenigen, die sagen, nee, lass mal schön klein, kriege ich mehr Icons drauf, die kriegen nicht mehr Icons. Und diejenigen, die sagen, ja gut, dann mach mal hier schön alles groß, die kriegen es aber gar nicht größer. Man kann jetzt swipen und jetzt mal hier so einen gefakten iChat oder Messages-Verlauf. Das ist jetzt einfach ein Screenshot, ja. Standard, vergrößert. Und da kann man jetzt durchaus sehen, dass diese Vergrößerung Sinn macht. Die Buchstaben werden größer, alles wird gezoomt, aber man kriegt jetzt deswegen nicht mehr Chatzeilen irgendwie dahin. Ja, ich kann nachher nochmal vielleicht mal echte Chats zeigen, wo man das sieht. Also wenn, dann sind diese Unterschiede minimal. Hier ist schon ein bisschen besser. Das ist jetzt Mail, vergrößert, verkleinert. Achtet hier auf die Schrift. Ja. Ist ein bisschen was. Aber jetzt auch nicht so, dass man denkt, Wahnsinn, jetzt endlich sehe ich, jetzt brauche ich meine Brille nicht mehr. Ja, deswegen habe ich es jetzt hier auf Standard gestellt. Also, das ist der erste Stunt, den wir gemacht haben. Was kriege ich wirklich mehr? Und da gibt es noch ein paar Sonderfälle, weil normalerweise werden die Apps insgesamt skaliert. Also beispielsweise bei, was weiß ich, hier Wecker oder sowas, ja. Machen wir hier Wecker. Jetzt gehen wir praktisch hier 13 Uhr,
13 Uhr, so wie viel bekomme ich jetzt? Ja. 15:20 ist der letzte Eintrag, 15:20 und ein kleines Stückchen bekomme ich. Ja, da ist es gleich. Dann gehe ich mal hier auf Notizen und dann habe ich jetzt hier irgendwie so einen Keynote-Stammtisch oder sowas. Mal schnell staunen. Ja. Keynote-Stammtisch, so. Das sind Notizen, die wir uns gemacht haben. Und da bekomme ich jetzt tatsächlich mehr. Und wenn ich das jetzt drehe, dann bekomme ich hier so eine Seitenleiste mit meinen verschiedenen Notes. Ja. Hier zum Beispiel, wenn ich drauf tippe, kriege ich aber einfach nur die Notes selber. Hingegen, wenn ich in den Einstellungen bin und jetzt drehe, dann bleibt mir das erhalten. Also ich gehe zum Beispiel jetzt hier in, was weiß ich, WLAN-Einstellungen, da bekomme ich WLAN, ja. Ich bekomme hier Töne, kriege ich Töne. Ja. Also da macht es irgendwie Sinn. Bei den Notes war das nicht. Vielleicht kriegst du mal irgendwann ein Update. Ja. Also das ist irgendwie nett. Ja. Aber ehrlich gesagt, das so einzustellen, das ist ja irgendwie ein Elend. Also das würde ja, ist ein Gimmick. Also in dem Fall wird es, glaube ich, jeder so machen. Bei den vielen Sachen, die man da einstellen muss. Und ein weiterer Fall, wo es einen Unterschied gibt, ist Safari. Das ist also diese Tab-Ansicht von Safari. Moment, was will er hier? Ups, mach ich mal weg. Und ich gehe jetzt mal in irgendeinen, was weiß ich, John Gruber, so. Klar, den kann ich natürlich jetzt hier größer machen als beim normalen iPhone, aber wenn ich jetzt hier unten tippe, dann kriege ich ja meine Tabs wieder, die aber so aussehen. Und wenn ich den jetzt drehe und jetzt in den Tab-Modus gehe, ja, Moment, so. Hilfe! Ah, jetzt. Jetzt muss ich oben tippen, weil nämlich kriege ich oben diese Tabs. Ich zeige das mal ein bisschen näher. So. Und ich kann das auch arrangieren. Ein bisschen draufbleiben im Finger und dann kann man es hier so umsortieren. Ja, da seht ihr das jetzt, ja. Wie beim iPad oder auch beim Mac. Aber man kann es zum Beispiel nicht rausziehen oder so, sondern nur verschieben. Also das ist jetzt im Grunde so ein Desktop-Interface. Also hier haben wir wirklich einen Unterschied zu dem XS und dem Max. In Ordnung. Und jetzt machen wir mal unser erstes Voting. Und ich würde ganz gerne wissen, welche Telefone habt ihr denn im Moment? Also kurz zur Erklärung, wenn ihr jetzt meinetwegen eins dieser neuen Telefone gerade bestellt habt und es ist aber jetzt einfach noch nicht da oder ihr habt es euch schon für den nächsten Gehaltscheck irgendwie vorgemerkt, dann gehört er praktisch schon dazu. Ja? Also welches Telefon werdet ihr, könnt ihr euch überlegen, werdet ihr in ein paar Monaten haben, aber jetzt nicht irgendwie in 20 Monaten, sondern irgendwie 2, 3. Also ihr wisst schon, ja. Hier könnt ihr stimmen. Welches iPhone habt ihr? 6, 7 und nochmal die 7. Das soll aber eine 8 sein. Das habe ich gerade so schnell eingetippt. Ja? 6, 7 oder 8, diese Generation. Wenn ihr eins davor habt, dann könnt ihr, glaube ich, gar nicht mitstimmen. Ist es ein iPhone X oder ein XS? Und zu XS meine ich wieder die ganze Serie, also auch XS Max und so. Ihr seid ja nicht doof, ja? Es geht hier praktisch um diese Serien. Drückt fleißig auf die Knöpfe und dann habe ich hier Kommentare. Einer sagt, interessant wäre, mal einen Größenvergleich zu sehen mit den Displays. Ja, Leute, was glaubt ihr, was ich hier mache? hier kommt der erste Kommentar und zwar von Braveheart. Er sagt, die maximale Größe eines Smartphones ist erreicht, darum der Name Max. Ja. Ja, kann gut sein. Vielleicht auch einfach deswegen, weil es nicht Plus, weil es nicht mehr bietet, sondern einfach nur einfach größer ist. Ne? Früher war es ja so, man hat eine andere Kamera. Ja. Ich bin immer gespannt, wenn das XR demnächst im direkten Vergleich mit meinem X vom LCD-Display zum OLED-Display meines X wirklich schlechter ist. Ich behaupte sogar, dass das neue Liquid LCD zum OLED im objektiven Vergleich von der Vielzahl der Nutzer aufgrund ihrer Sehfähigkeit gar nicht zu unterscheiden ist, sagt Schweißpapst aus Sauensieg. Also, dann lass uns mal kurz die Qualität des Displays nochmal bekakeln. Ja? Und zwar sage ich es euch gleich, es gibt gute Chancen, dass ein LCD-Display besser ist als ein OLED-Display. Das OLED-Display verbraucht in manchen Szenarien weniger Strom und es ist dünner. Aber es ist nicht unbedingt die bessere Bildqualität. Ja? Ich zeige das gleich. Vorher ein Blick auf unsere Voting. Und zwar das iPhone 6, 7, 8 haben 44%, die Hälfte.
Und dann 27% des iPhone X, immerhin ein Drittel des XS und des XS Max. Das ist ja erst seit ein paar Tagen gibt. Heute haben wir Sonntag, seit Freitag gibt es das. Also krass, finde ich schon sehr beachtlich. Ja. Okay, jetzt also zu dem Display. Woran hakt das Ganze? Jetzt guckt mal hier auf diese weiße Fläche. Und wenn man jetzt ganz genau guckt, wenn ich das jetzt so kippe, dann sieht man, dass es so ein bisschen bläulich wird und dann wieder so zurückchangiert. Also praktisch ist nicht so, dass es in dieser Position so ist und in dieser ist es anders, ein bisschen bläulich, sondern es ist praktisch jetzt so normalweiß, dann ein bisschen bläulich, dann wieder normalweiß, dann wieder ein bisschen bläulich. Ja, darauf müsst ihr achten. Und jetzt werde ich dazu diesen Nightshift-Modus ausschalten, den wir benutzen, weil wir praktisch hier warmes Licht im Studio haben und dann können wir dadurch diesen Effekt so ein bisschen wegkriegen, dass das so bläulich aussieht. Ja? Und ihr seht, wie bläulich das wird, ja? Dass das so ein bisschen changiert. Also ehrlich gesagt, das, was ich sehe, wenn ich jetzt gerade so gucke, was die Kamera so aufnimmt, der ist schwierig, ne? Weil es eben alles elektronische Kameras sind, die eben bestimmte Charakteristika haben. Aber ich kann sagen, jetzt sehe ich es relativ bläulich, jetzt sehe ich es ein bisschen gelblich und so. Ne? Also dieses Changieren in dieser Achse, gar nicht so sehr in dieser Achse, sondern in dieser, das ist eben so. Und das zeigt auch, warum Apple diese schäpsigen Hintergründe benutzt. Ne? Weil das so ein bisschen dann gefaked, so ein bisschen so weg ist. Ja? Andererseits, wenn man Fotos anguckt oder so, ja, hier habe ich zum Beispiel mal so ein paar Sonnenuntergänge fotografiert, ohne Bearbeitung, allerdings noch auf meinem iPhone X. Ja? So bei diesen Aufnahmen, da sieht man das nicht, das sieht einfach toll aus. Ja. Also so, es ist im Grunde Korinthenkackerei, was ich gerade vorgestellt habe, aber nur, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Und diese Charakteristik ist halt bei LCD-Displays im Grunde nicht mehr so stark oder kaum noch vorhanden. Und Strich drunter, wenn ihr wissen wollt, ja, ist es jetzt gut oder nicht gut. Ich finde, dass wenn ihr viele weiße Hintergründe habt, dann werdet ihr viele und sowieso so ein bisschen empfindlich, ein bisschen nörgelig seid, dann ist eine OLED vielleicht nicht das Richtige für euch. Für alle anderen, die werden sagen, boah, ist das geil, ja, ist das toll. Und mir geht's so. Also immer, wenn ich das Display einschalte, dann denke ich mir irgendwie, boah, ist das irre. Und gerade so diese abgerundeten Ecken und so weiter, ne, so keine Treppenstufe, nichts, kein Pixel, ja, groß, strahlend, hell, das sind ja viel heller als LCD-Displays, ja, das ist einfach irre. Und ich glaube, es ist die Ausnahme, wenn da Leute wirklich sagen, das gefällt mir nicht und so. Ne? Also Geschmackssache. Dann, Leonard kriegt den nächsten Kommentar. Er sagt Folgendes. Nee, erstmal hier. Remote sagt, das XS Max ist verglichen mit dem 8 Plus nur 8 Gramm schwerer. Interessant, da ersteres ja aus Edelstahl ist und das 8er nur aus Aluminium. Ja, ist ziemlich interessant, das verblüfft mich auch. Ja, nicht gedacht. Nächster. Für mich als älterer Mensch mit etwas schlechteren Augen und zum Betrachten und Zeigen von Bildern und Videos würde ich mir auf alle Fälle das XS Max holen. Habe jetzt das iPhone 7 Plus und würde das Max benötigen, wenn ich die gleiche Breite vom Display haben möchte. Bleiben wir mal kurz dabei und danach gehen wir schnell zu den Fotos und da werde ich dann ein bisschen länger bleiben. Und zwar, guckt mal, wenn ich diese beiden Telefone jetzt mal übereinander lege, ich gehe jetzt bei beiden mal auf den Homescreen, ja, dann seht ihr, ich das jetzt hier an dieser Kante bündig auslege, ne, so unten links so, ja, dann seht ihr, da ist es ein bisschen breiter. Wenn ich es jetzt mal mittig mache, also wie so in der Hosentasche, ja, und da könnt ihr sehen, dass es hier ein kleines bisschen überragt und da auch ein kleines bisschen. Das ist im Grunde sehr ähnlich, ja. Also wenn praktisch jetzt jemand denkt, cool, ich will aber diese bessere, die mehr Breite haben, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Bei der Höhe, da funktioniert es schon eher, dass man was dazu gewinnt. Die haben nur die Frage, ob die Software das auch nutzt. Und nach meiner Meinung nutzt sie es selten. Bei dem Umstieg von den iPhone 7, 8 Plus Geräten, da war dadurch, dass das iPhone X, was ja dann neu kam, sehr schlank war, weil es im Wesentlichen nach oben gezogen wurde. Da war ein großer Unterschied. Aber zwischen dieser XS-Modellreihe ist von der Breite her wenig Unterschied. Also alle, die von den Plus-Geräten kommen, sind alle verarscht,
weil diese X- und X10-Reihe geht eher nach oben. Und jetzt, nachdem wir also das geklärt haben, gehen wir mal in die Kamera. Ja? Und ich zeige nochmal hier die Kameraelemente und jetzt mal gucken, welche Kamera sich das schnappt, dass wir das gut sehen können. Und bei der Kamera hat sich ja viel getan, nur sieht man es außen nicht. Aber geblieben ist, dass es jetzt ein selbstbewusstes, starkes, dickes Element ist. Das ist hier natürlich jetzt irgendwie tierisch groß, ja, wie das hier so aussieht. Aber so eigentlich ist es klein. In der Kamera wirkt es natürlich jetzt hysterisch und spielt praktisch nach Hosentasche und so überhaupt keine Rolle. Ich finde es eigentlich super schick, wie es gemacht ist. Ja. Es ist man kann stolz drauf sein, so eine tolle Kamera zu haben. Wir sehen hier ein Tele- und Weitwinkelobjektiv, dazwischen der True Tone Blitz. Und im Wesentlichen das Weitwinkelobjektiv hat sich verändert. Jede Kamera hat hinten dran einen eigenen Chip, einen eigenen Sensor. Und der vom Weitwinkel hat sich verändert. Und bevor ich euch die Details erzähle, danke Stefan, werde ich euch mal ein paar Bilder zeigen, die professionelle Fotografen gemacht haben. Ich selber hätte zwar auch jetzt noch Bilder machen können, dummerweise hat es in Frankfurt seit Freitag wie in Strömen geregnet oder war irgendwie diesig und so weiter. Und das wollte ich euch ein bisschen ersparen. Ich bin scharf auf Bilder, die gemacht wurden mit einem Hintergedanken. Ja, um ganz bestimmte Sachen zu zeigen. Und wenn ich jetzt da in Frankfurt rumlaufe und so, da gibt es nicht viel. Guck mal, hier ist also von Austin Mann, der wird auch von Apple immer wieder mal zitiert. Und der hat jetzt Shots gemacht mit dem iPhone XS. Das ist ja die gleiche Kamera wie das XS Max. Und er zeigt jetzt hier diese neue Smart HDR-Funktion. HDR bedeutet, dass mehrere Fotos gemacht werden, eins überbelichtet, eins unterbelichtet und so weiter, natürlich in mehreren Schritten, also mehrere Fotos. Und dann kann man sehen, hier ist es eine krasse Aufnahme. Volle Lotte ins Gegenlicht gefilmt. Trotzdem haben sogar die Wolken noch Zeichnung. Ne? Klar, es reißt jetzt hier so ein bisschen aus, aber das ist jetzt nicht irgendwie eine total weiße Suppe hier. Und es wäre nämlich bei meinem iPhone X der Fall, das ich noch benutze. Und hier im Schatten ist noch gut die Zeichnung der Felsen zu sehen. Und das ist schon spektakulär. Hier ähnlich. Und jetzt bei solchen hellen Dingern, da erwartet man ja eigentlich, dass sich das hier so reinkerbt. Ne? Oder wenn es hier zum Beispiel so ein Gebirgszug wäre, so ein Berg, dass es dann einfach so eine Beule so, sich so reinkerbt. Ja. Und das ist irgendwie recht gut getroffen. Hier vorne schön dunkel, also es ist jetzt nicht irgendwie völlig unrealistisch, dass das jetzt irgendwie wie angemalt aussieht. Schon dunkel, ja. Aber guckt mal hier so das, ne, das Segel, das ist irgendwie eine Aufnahme, wo man denkt, ja, gut. Ja. Und schon fies gemacht irgendwie von dem Fotograf. Also. Und übrigens, man sieht das, während man es schießt. Es ist nicht so, dass man erst abdrückt und dann kriegt man irgendwie das Ergebnis, sondern während man es schießt, sieht man das. Dann sollte hier eigentlich was erscheinen. Nein. So, hier noch was, ja. Auch wieder so eine Wolkenaufnahme, guckt euch das an. Ja. Die Zeichnung der Wolken, die kontrastreiche Aufnahme, unbearbeitet. Das hier sehen wir gleich. Da kann man sehen, wie die Schärfentiefe, praktisch der Bereich, wo scharf gestellt wird, ja, dass der verändert wird. Das werden wir gleich mal versuchen, live zu machen. Und das ist erstmal sind diese Fotos. Dann habe ich aber auch noch von The Verge kritische Stimmen gefunden, die sagen, ja, also das Pixel Phone von Google ist mittlerweile besser. Und da wird es dann nachher noch ein paar Vergleiche geben. Aber hier sieht man das iPhone XS und das iPhone X. Und da kann man sehen, hier, das Glas mit den Kräutern und so, ne, da sieht man hier mehr. Das ist hier ein bisschen heller. Trotzdem sind beide Aufnahmen gut, also muss man sich jetzt aus dem Fenster stürzen, wenn man diese Aufnahme nach vorne weggeht. Ja, das ist, finde ich, schon schön, aber ist jetzt nicht völlig. Ja. Das hier ist jetzt das Pixel 2 XL und er sagt jetzt, dass das iPhone das alles so ein bisschen verwischt und verschwimmt und so Filter drüber legt. Das sieht schon nett aus, aber ist nicht akkurat. Wohingegen bei dem Pixel Phone, und hier kann man das in so einem A-B-Vergleich sehen, jetzt müsst ihr mal hier auf die Details achten, hier oben, ja. Ne? Da
dass das irgendwie mehr Details, mehr Schärfe und so hat. Ja? Und es ist auch ein bisschen einfach auch Geschmackssache, wie das interpretiert wird. Wenn man hier oben mal guckt, ne, wo dann so Licht reinkommt, da finde ich dann, hier ist das iPhone irgendwie besser. Aber der Autor des Berichts sagt eben, ja, aber so die Details mit den Augenbrauen und so weiter, das ist irgendwie besser bei dem Pixel. Ja, okay, ist Geschmackssache. Das hier, das sind jetzt zwei Aufnahmen, die so in kurzer Folge gemacht wurden. Hier das iPhone XS. Und mal unten sehen, ja, iPhone XS, linke Seite. Und hier das Pixel. Also das finde ich jetzt aber komisch, dass das so ausreicht hier mit diesem Überbelichteten. Aber wenn wir davon mal weggehen, gehen wir mal hier auf diesen Bereich. Ja. Ist da vielleicht das Gras ein bisschen zu grün und trifft es das da besser? Oder ist es hier irgendwie einfach bläulich und Gras ist nicht bläulich, sondern es ist grün? Und was ist mit dem Hund? Haben wir hier genügend Zeichnungen? Wir merken uns mal hier so diese Haare und hier so dieses feine Fell auf der Nase. Weil ich mich diesen Zoom benutze und dann funktioniert dieses JavaScript nicht. Ja. Und das versuche ich jetzt mal hier zu zeigen. Ja, so. Hm, ich weiß nicht, wer da besser ist. Aber er meint, das Pixel wäre besser. Dann er selber. Jetzt dunkle Aufnahme in so einem dunklen, verrauchten Pub. Und das finde ich jetzt hier, das ist das Pixel. Wenn man mal den Pulli so anguckt, das finde ich ist irgendwie so ein Flau. Da würde ich irgendwie denken, da fehlen doch Kontraste oder so. Aber das ist gelb. Dafür sind die Kontraste irgendwie besser. Also wir können sehen, wie die Kameras hier das Bild interpretieren. Das ist dann dieser Bokeh-Effekt, dazu kommen wir später. Dann haben wir Bilder von John Gruber, die habt ihr sicher alle gesehen, da gehe ich mal ganz kurz drauf ein, weil es im Grunde keinen Neuigkeitswert mehr hat. Hier sieht man, iPhone X ist ausgerissen, iPhone XS nicht ausgerissen. Hier kann man die Schrift nicht mehr lesen, da kann man die Schrift lesen. Aber die besten Aufnahmen finde ich, das hier Gegenlicht, ja, die besten Aufnahmen finde ich waren diese da. Guck mal, da klicke ich jetzt mal drauf. Das ist das iPhone X und das ist das XS. Und das finde ich irgendwie ist deutlich besser. Das ist das iPhone X. Das ist richtig flau. Hier der Himmel ist einfach so eine weiße Suppe. Und hier ist eine blaue Suppe. Also das ist doch irgendwie eine schickere Aufnahme, oder nicht? Ich gehe nochmal zurück in schneller Folge. A, B, ja. Noch eins, das ist deutlich. Hier Schatten sind schwarz und hier sind die Schatten weich und luftig. Also Strich drunter. Es gibt so Bereiche, wo das iPhone XS und XS Max deutlich besser ist, gerade so im dunklen Bereich. Und es gibt aber auch, und wo man sich denkt, also die Aufnahme, die wäre ja mit dem iPhone X versaut gewesen. Und es gibt aber auch viele Bereiche, gerade wenn das Licht jetzt nicht so kritisch ist, wo man mit dem iPhone X auch gut hinkommt und wo man vielleicht eher argumentieren könnte, na gut, aber in 2 Jahren sind die Kameras noch besser und dann habe ich auch mehr Geld gespart und ich muss jetzt nicht unbedingt das iPhone XS und XS Max irgendwie kaufen. Ja. Und mit diesem Schwung warte ich jetzt mal, bis der Stefan die Kamera da hier in Position gefahren hat. Ich gehe schon mal hier auf Bildschirmsynchronisierung. Also jetzt sind wir mal in die Hand, ja, genau so. Und jetzt mach mal irgendwie so, dass im Hintergrund noch der, weiß nicht, kommt der mal entgegen. Ja. So. Und jetzt ein schönes Porträt machen. So, weißt du, so bis hier ungefähr, ja. Komm ein bisschen näher, so. Und ich mache ein bisschen schräg und du gehst dahin, damit wir möglichst die Tiefe des Raumes haben, ja, okay. So. Und jetzt machen wir irgendwie ein paar nette Porträtaufnahmen. Ja, du machst ja praktisch bis hier, ist ja kein Porträt. Natürlich. Nein. Ja, ich muss ja nachher, weißt du, muss ja diese künstliche Intelligenz, muss das ja erkennen, was jetzt die Nase ist und so weiter. So. Das machst du gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, genau, gibt's. So, okay, gut. So, und jetzt pass auf, jetzt werden wir mal hier, du kannst wieder in die Regie abdampfen, ja. Ne? Sagen wir das mal hier, was ist das? So sehe ich aus. Ja. Also, gehen wir hier auf Bearbeiten.
Und jetzt kann ich hier unten in diesem Slider die Tiefe. Jetzt seht ihr es ganz unscharf und jetzt seht ihr es scharf. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen an die Haare oder wo soll ich denn rangehen, dass man mal sieht, wie gut ist das. Ja? Jetzt kann ich diesen Slider weiterhin ziehen. Ja. Hier oben kann man sehen, ne, dass er dann so ein bisschen auch die Haare so ein bisschen verschwimmen. Jetzt sind die Haare noch gut, also scharf und hinten die Traverse unscharf. Und jetzt werden auch dann die Haare so ein bisschen unscharf. Okay. Und das ist jetzt im Ganzen. So. Und jetzt kann ich ja weiterhin Studiolicht, Konturlicht, das sieht praktisch aus wie Charles Bronson oder sowas. Ne. So, und dann. Aha, okay. Naja, warum nicht? Das? Da ist es jetzt der Quatsch, ja, mit diesem Regler da unten, ja. So, dann nehme ich mal das nächste Bild. Sage ich mal, jawohl. So, Foto wird gesichert. Jetzt nehmen wir mal das. Bearbeiten. Erstmal beschneiden. So. Mal praktisch zum Bewerbungsbild. So. Gut, nochmal bearbeiten. Mal Bild verbessern. Nee, sieht fies aus. Ne? So. Und jetzt unscharf machen und wieder scharf machen. So sieht es aus mit einem ganz normalen Telefon. Hier da oben diese komischen, was ihr nicht sehen sollt, ne? Die ganze Technik und so weiter. Ne? Und jetzt kann man aber auch nicht einfach den Kopf abschneiden oder die Stirn so weg. Ja? Da müssen wir das so ein bisschen verschwinden lassen. Ne? Und jetzt sieht es irgendwie fast noch cool aus. Und darüber legen wir jetzt das Studiolicht. Dann kommt praktisch das, ne, das Gesicht ein bisschen besser. Und das ist vielleicht ein bisschen too much. Das komme ich, also, als ob sie mich einen Tag lang im Sonnenstudio eingeschlossen hätten. Und das ist dann wieder doof. Ja? Also passt jetzt nicht für den Zweck. Ja, das ist so das normale Licht. Und da irgendwie so ein Zwischending müsste man haben. Aber ich habe ja noch diese ganzen Helligkeits-Controls. Und jetzt ist es erstmal so. Also, das ist jetzt eben diese neue Fähigkeit von dieser Fotos-App mit diesem Slider. Und das ist ja erstmal, das ist so, ja. Und jetzt gehen wir in die Kommentare. Und zwar habe ich den ersten hier. Könntest du mal ein 16:9 Video am 10 Max abspielen? Die Balken rechts und links sind für mich ein K.O.-Kriterium. Ja gut, warum soll ich es dann machen? Also es hat Balken, das brauchen wir ja nicht drum herumreden. Das hat Balken. Und das ragt dann da rein. Also bei YouTube war es uns nicht möglich, das so richtig Fullscreen zu machen, aber überall dort, wo der native Apple Player benutzt wird, da kann man das dann eben so doppelt antippen und dann machen. Ich glaube, ich habe irgendwas in meiner Library. Wo habe ich denn das hier in dieser TV-App oder so? Das, vielleicht machen wir das mal ein andermal, für nächste Woche oder sowas, weil ich jetzt schon ein bisschen zu lang bin. Ne? Hier kommt der nächste Kommentar. Mit der App Pro Kamera kann die nachträgliche Blendeneinstellung auch auf dem iPhone 7 Plus eingestellt werden. Ebenso bessere HDR-Aufnahmen als die Apple-Kamera. Ist also nur eine Software-Sache. Neue Hardware ist dafür nicht erforderlich. Apple koppelt nur sehr gerne neue Software-Features mit neuer Hardware. Klar, viele dieser Einstellungen lassen sich auch mit Software erreichen, die nicht von Apple kommen. Das ist nichts Neues, das weiß man. Aber doch hat die Hardware viel Neues zu bieten. Und damit ich jetzt nichts falsch sage, muss ich es mal schnell hier auf meinen Notizen ablesen. Und zwar ist es so, dass ja drei Kameras im Spiel sind. Und die Frontkamera, also praktisch die Selfie-Cam, die ist unverändert. Die hat aber eine komplett neue Hardware-Stabilisierung, komplett neues Stabilisierungssystem. Kann man nicht per Software machen. Dann, ansonsten gleich geblieben, 7 Megapixel. Dann gibt es ja dann auf der Rückseite zwei Kameras, Tele und Weitwinkel. Die Tele ist gleich geblieben. Hat aber eine bessere Stabilisierung durch bessere Algorithmen. Also hier ist die Software im Spiel. Und die Weitwinkelkamera, die ist tatsächlich neu gestaltet. Hat einen besseren Chip, 30% mehr
praktisch ein 30% größerer Sensor, größere Fläche und 50% tiefere Pixel. Da gibt es bessere Blogs und Podcasts als uns, die das praktisch aus fotografischer Perspektive und Kompetenz darstellen können. Was sind tiefere Pixel? Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Letztlich ist es so, es geht darum, möglichst viele Photonen einzufangen, dass man möglichst viel Licht bekommt, um wenig Rauschen zu haben. Und da sind also 50% tiefere Pixel und 30% größerer Sensor durchaus eine Ansage. Und das wurde also überall, so bei diesen Blogs, die ich so verfolge über Fotografie, um mich da zu informieren über das iPhone, wurde es also mit großem Jubel zur Kenntnis genommen. Ja, das ist das, was sich bei der Hardware verbessert hat. Dann wird es mal wieder ein iPhone geben, wo die Kamera nicht mehr rausragt aus dem Gehäuse, sagt Loka Easy aus Herten. Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird für lange Zeit so bleiben. Und ich glaube, dass es den Leuten auch wichtiger ist, dass die Kamera richtig gut ist, als ist da dieser komische Bump. Ich glaube, das ist mehr oder weniger den Leuten jetzt klar, warum das so ist. Und wenn du mal Fotos gezeigt hast auf dem iPad, so irgendwie in munterer Runde, ne, irgendwie man trifft dich zum Raclette-Essen und jeder zeigt so seine Fotos vom Urlaub, ja, da werden viele sagen, tja, das sind tolle Fotos, ist eben Apple. Und dann freust du dich, dass du die tollen Fotos hast und die Bump da hinten dran ist dir dann eigentlich egal. Ja. So, also das ist so viel zur Fotofunktion. Und jetzt muss ich also mit großem Tempo, weil wir noch die Talkbox haben, in ein paar Minuten muss ich ein paar Fakten einfach mal so erzählen, ein bisschen Strecke machen. Ja. Und zwar, was mit dem Prozessor? Der Prozessor hat im Grunde ein paar wichtige Neuheiten und so ein paar inkrementelle Verbesserungen. Erstens, er läuft auf 7 Nanometer, also die Strukturen sind kleiner und dadurch kann man mehr logische Einheiten in den Prozessor packen und er verbraucht weniger Energie. Diese logischen Einheiten sind die CPU, die GPU, dann diese neue Neuronal Engine und bei der CPU soll es einen Performance-Gewinn um 15% gegeben haben. Bei der GPU um 50%. Dabei geht es aber meistens nur um ganz bestimmte Szenarien. Ich weiß nicht, also für mich fühlt sich das iPhone rasend schnell an. Das war aber auch beim normalen iPhone X schon so. Ob das jetzt wirklich an dem Prozessor liegt, weiß ich nicht. Ich erspare mir hier auch jetzt so Performance-Vergleich. Das können wir vielleicht mal irgendwie an einer anderen Sendung machen, dass wir mal die Telefone nebeneinander ein paar Sachen rasen lassen. Webseiten laden und so, aber das ist ja mittlerweile einfach, es geht instantaneous, wie bei einem MacBook und ist eigentlich ums Eck, mal so als Vergleich. Nächster Punkt, die Neuronal Engine, davon profitiert im Moment eher die Kamera und so Augmented Reality Apps und so für das tägliche Umgang merkt man das nicht so richtig, aber wenn die Kamera dadurch besser wird, ist es ja ein großer Gewinn. Und dann war noch ein Punkt, und zwar die Geschwindigkeit von Face ID. Und da würde ich ganz gerne mal diese Kamera bitten, hier an meine Schulter zu rasen. Dann werden wir mal gucken, ob Face ID wirklich schneller geworden ist im Vergleich zu dem iPhone XS. Und die gleiche Technik ist ja beim Max und beim normalen XS drin und hier bei dem früheren normalen iPhone X, das ja langsamer sein soll. Ja. Und jetzt mal gucken. Ja. Los. Zack. Genau gleich. Nochmal. Achtung, fertig, los. Ja, nochmal. Achtung, fertig, los. Da war es jetzt ein ganz kleines bisschen schneller. Ja, also da geht es wirklich um winzige Unterschiede. Danke, Stefan. Ich finde es absolut super. Ich kann das nicht verstehen, wenn Leute sagen, es ist irgendwie mal geht's, mal nicht und so. Also für mich ist es gut. Es geht auch mit Brille. Und man kann jetzt, das ist eine Eigenschaft von iOS 12, also geht auch bei dem alten Gerät. Man kann zwei Gesichter einspeichern. Und Apple redet aber nicht von Personen, sondern von Appearances. Also beispielsweise, ihr seid Schauspieler, ja, und werdet irgendwie so als Schweinchen maskiert und plötzlich kommt ihr an euer iPhone nicht mehr ran. Ja, dann muss das alles wieder runtergekratzt werden. Ne, oder als ihr seid gerade in einer Frankenstein-Verfilmung. Oder ihr denkt, naja, lasst mich mal als Eltern Teil mein Gesicht da einspeichern, damit ich mal sehe, was mein Sohnemann da sich so alles so runterlädt, ja, zum Beispiel. Ja. Oder Ehepartner und so weiter, das kann schon Sinn machen. Aber das kann auch, das ist eine Eigenschaft von iOS 12, kann auch das alte Telefon. Und das wäre im Grunde mein großartiger Bericht gewesen. Kurze Kleinigkeiten, Stereo ist verbessert, man hat wirklich das Gefühl, es ist so ein bisschen eine weitere, ja, so ein weiteres Panorama.
aber man merkt schon, dass der ein Lautsprecher, dieser hier, dass der nur so eine Zusatzfunktion hat, ne? Also das ist eigentlich das Ohrstück und der quäkt halt dann so ein bisschen mit und der Hauptlautsprecher ist weiterhin der, das ist immer noch so, ich habe Testberichte gelesen, wo es hieß, dass der jetzt auch so laut wäre wie der, das konnte ich aber nicht feststellen, also ich finde schon, dass das nur so eine Unterstützung ist und da ist viel Esoterik im Spiel und insgesamt ist es laut genug geworden, um wirklich auch so ein bisschen leise aufgenommene YouTube-Videos in der Küche mit zu verfolgen. Und deswegen finde ich das also echt krass. Man kann sogar mal irgendwie einen Flur legen und dann noch irgendwie Nachrichten hören und sich dann dabei so durch die Zimmer bewegen. Und das hat schon wirklich einen ziemlichen Dampf. Also auch das ist irgendwie eine gute Verbesserung. So, jetzt ein Schlussvoting. Und zwar, wie würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen dem iPhone X und dem iPhone XS Max. Und das wird mein nächstes Voting sein. Bereust du schon den Umstieg auf das Max bezüglich der Größe in der Hosentasche? Also ich habe meins ja ehrlich bezahlt. Ob ich es behalte, das sage ich euch dann mit in der Diskussion in unserer Talkbox, die wir gleich machen, etwas zu spät, aber es ist schwer, sowas so schnell fortzuführen. Ja? Also wenn ich das iPhone schon unbedingt in der Hosentasche haben muss, nehme ich eine der hinteren Taschen her, da piekst nichts, sagt M. Kummer. Ja, wenn du dich dann aber hinsetzt, nachher zerbricht es dann irgendwie so oder fällt raus. Oder so. Nee, das würde ich aber auf keinen Fall machen. Ne? Interessanter, ich habe es noch nie so gehört. Ja. Bei dem Max-Modell hat oben die Uhr und die Symbole mehr Platz oder ist die Notch größer im Vergleich zu der normalen? Das wollen wir mal kurz angucken, ob das mehr Platz hat. Und zwar, seht ihr hier, ist da mehr Platz. Da ist jetzt noch ein bisschen was mehr, also praktisch einfach Mobilfunk, weil ich nur eine SIM-Karte habe. Ne? Und ihr seht, da sind die gleichen Anzeigen. Wenn ich das Control Center runterswipe, dann seht ihr, es ist genau das Gleiche. Also da hat man keinen Unterschied. Jetzt ist die Frage, wie groß ist die Notch? Und da könnt ihr mal sehen, dass die Notch gleich groß ist und das Display links und rechts ist dann ein bisschen. Also ihr könnt sehen, hier die 2152, ja, die hat hier so ein bisschen mehr Luft oder auch hier diese Symbole, ne, aber Achtung, da ist so ein ganz grau, ist noch so eins, ja, hat vielleicht ein bisschen mehr Luft, aber es ist minimal. Was glaubst du, wie lange wird Apple noch an der Notch festhalten? Ich glaube, das XS und XS Max werden die letzten iPhones mit Notch sein. Rückkehr zu Touch ID. Nein, das glaube ich auf keinen Fall. Also ich glaube 100%, dass sie bei Face ID bleiben werden und Touch ID für alle Zeiten. Also wenn sie was anderes machen, werden sie was anderes machen, aber Touch ID wird nicht wiederkommen, ganz sicher. Fällt dir im direkten Vergleich auch auf, dass die Farben des Displays beim neuen Modell weniger kippen, Blinkwinkel stabiler? Das ist eben sehr schwer zu testen. Ne? Man muss so ganz genau so kippeln. Also wenn du mich so drauf festnagelst, würde ich sagen, vielleicht würde ich das auch sehen, ja? Dass das ein bisschen weniger kippelt. Aber da täuscht man sich so leicht, weil das so fimschig ist irgendwie, ne? So filigran. Das muss man mal wirklich unter reproduzierbaren Bedingungen testen. Ich würde sagen, wie bei der Watch, ne? Wo wir uns am Anfang immer aufgeregt haben, dass sie dann ab und zu sich aktiviert und man wollte es gar nicht und es hat einen immer so voll aufgeregt und so, ja. Mal über so diese Dinge muss man so ein bisschen wegkommen, sagen, ist mir egal. Ja. Und ob jetzt da irgendwie ein kleines bisschen bläulich ist und so, pff, egal. Das ist, nach einer Woche ist es dir dann wirklich auch egal. Ja. Und dann, ja. Nächster. Allen Ängsten zum Trotz, dass es zu protzig wirkt, habe ich mir das XS Max in Gold gekauft und es ist die, nach meiner Meinung, beste Farbe, die Apple bisher produziert hat. Einfach schön. Und er Rossi23, er sagt im letzten Kommentar, ich finde das iPhone XS Max zu groß. Ich habe es mir im Apple Store angeguckt, aber ich finde das iPhone XS hat die absolute Supergröße. Nicht zu groß und nicht zu klein, perfekt. Das Gewicht vom XS Max ist auch gut spürbar, größer, aber es hat eben auch seine Liebhaber, das XS Max, sagt er Rossi23 aus Inden. Gut, also, das werden wir ausführlich diskutieren in der Talkbox. Mein kurzes Fazit, und den Rest erzähle ich dann auch immer in der Talkbox, ist, dass das iPhone XS Max könnte auch heißen XS Max Premium, weil es einfach von allem, irgendwie von dem ganzen Wahnsinn, ja, irgendwie ein bisschen mehr ist. Extra Größe, extra Luxus und so weiter, dass es wirklich mehr bietet. Das kann ich irgendwie so
gar nicht sehen. Also in wenigen Fällen hat man wirklich mehr Buchstaben auf dem Display oder dass sie irgendwie größer aufgezogen werden. Bei Safari ist das der Fall, man kann ja zoomen. Ja. Aber bei vielen Listen ist es da vielleicht so eine halbe Zeile mehr. Also ob das wirklich den Aufpreis wert ist, das weiß ich nicht so richtig. Ja. Ich würde sagen, das sollte man vielleicht mal im Laden angucken oder bei Leuten, die die Plus-Geräte haben und dann dort eine Entscheidung treffen. Es gibt ja viele, die es haben und dann kann man sich dort angucken. Viel falsch machen kann man auf der anderen Seite nicht. Man kriegt so oder so ein super Telefon. Und bis wir das iPhone XR gesehen haben, das vielleicht irgendwie so ein cleverer Kompromiss ist, ein bisschen größer als das eine, ein bisschen dünner als das andere, billiger als beide, ja, halte ich mich mit einem definitiven Urteil noch so ein bisschen zurück. Aber ich glaube, es gibt keinen, der sich eins von denen kauft und irgendwie sagt, ach, hätte ich bloß oder so. Ich glaube, man ist so und so zufrieden und gewöhnt tut man sich an vieles. Das wäre es gewesen von diesem sehr langen Testbericht. Jetzt machen wir eine ganz, ganz kurze Pause. Die werden wir benutzen, um unsere Talkbox einzurichten. Und dann geht es direkt sofort weiter mit einer Einschätzung. Was machen wir jetzt draus? Im ersten Erfahrungsbericht der Anwender. Wird sich lohnen. Bleibt dran. Bis gleich.